Was geht? Corey hier und willkommen bei einer neuen Folge von Einfach Bibel lesen. In der Serie, wo ich einfach die Bibel lese und euch zeige, wie man einfach die Bibel liest, indem ich einfach die Bibel lese. Ich hoffe, das macht Sinn und ich hoffe, ihr seid jede Woche neu dabei. Wir haben bis jetzt Markus 9, 1 bis 13 gelesen, wo wir herausgefunden haben, dass Elia Johannes der Täufer ist, gekommen ist, um den Weg vorzubereiten, damit der Menschensohn, Jesus, der Messias, leiden, verachtet, sterben und wieder auferstehen kann. Und heute lesen wir weiter, und zwar ab Vers 14. Am Fuße des Berges fanden sie eine große Menge vor, die sich um die übrigen Jünger versammelt hatten, während einige Schriftgelehrten ein Streitgespräch mit ihnen führten. Natürlich, die Menschen waren in großer Aufregung, als Jesus auf sie zukam. Dann liefen sie ihnen entgegen, um ihn zu begrüßen. Worüber streitet ihr euch? Fragte er. Ein Mann aus der Menge ergriff das Wort und sagte: Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist, der ihn nicht reden lässt. Immer wenn dieser böse Geist ihn packt, wirft er ihn gewaltsam zu Boden. Er hat Schaum vor den Augen, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deinen Jüngern gebeten, den Dämonen auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Jesus sagte zu ihnen: Ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Sie brachten ihm das Kind. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen in heftigen Krämpfen. Er fiel zu Boden und krümmte und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund. Wie lange geht das schon so? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Er antwortete: Seit er ganz klein ist. Der böse Geist wirft ihn oft ins Feuer oder ins Wasser, um ihn umzubringen. Habt Erbarmen mit uns und hilf uns, tu etwas, wenn du kannst. Was soll das heißen, wenn ich kann? Fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Der Vater rief: Ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Als Jesus sah, dass die Menge der Zuschauer ständig größer wurde, bedrohte er den bösen Geist. Du tauber und stummer Geist, ich befehle dir, fahre aus dem Kind aus und kehre nie wieder zurück. Da schrie der Geist auf, packte den Jungen noch einmal, warf ihn hin und her und verließ ihn. Der Junge lag reglos da, so dass die Menge dachte, er sei tot. Doch Jesus nahm die Hand des Jungen und half ihm aufzustehen und er stand auf. Als Jesus später mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn: Warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben? Jesus antwortete: Diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Wow, okidoki. Anscheinend ist Jesus genervt von seinen Jüngern, aber wir haben ja schon in den letzten Kapiteln gelesen, was er wirklich macht. Also, falls ihr nicht wisst, dann schaut euch die anderen Videos an. Aber nochmal zusammenfassend so, Jesus hat sie ja irgendwie so, er zieht sie ja. Er hat so eine enge Bindung jetzt mit ihnen und er liebt sie ja. Und deshalb ist er manchmal ein bisschen enttäuscht, dass sie noch nicht an dem Punkt sind, an dem sie eigentlich sein könnten, wenn sie wirklich 100% geben würden. Aber Jesus hat auch Geduld. Aber wie ein strenger Vater kommen manchmal diese Fragen so: Hey, wie lange muss ich noch bei euch bleiben? Wie lange muss ich euch noch erziehen? Wie lange muss ich euch noch erklären, dass es nur ums Glauben geht? Es geht ums Glauben. Habt doch mal mehr Glauben. Aber gehen wir zurück zu den Versen, die wir gelesen haben und fassen erstmal zusammen, was hier überhaupt passiert ist. Also Jesus wandert und wandert und wandert durch die ganze Welt
Und wieder gab es einen Mann, der hatte einen Sohn. Und dieser Sohn, er hatte einen bösen Geist. Und die Jünger konnten ihn nicht austreiben, obwohl sie schon ganz viele Dämonen ausgetrieben haben und Wunder getan haben, konnten sie diesen nicht austreiben. Und eine wichtige Stelle, wo ich ein bisschen tiefer reingehen möchte, ist die Stelle, wo der Mann sagt, hey, wenn du das kannst, Jesus, wenn du heilen kannst, hey, dann heil bitte. Und Jesus so, was meinst du mit, wenn ich kann? Und das häufig ja für uns genau dasselbe. Unser Glaube ist klein. Und dieser Vater, sein Glaube war noch klein. Aber was macht er? Und das finde ich so stark, was er macht. Und das dürfen wir auch machen. Jesus sagt, ne, was soll das heißen, wenn ich kann? Alles ist möglich für den, der glaubt. Natürlich müssen wir das im Kontext halten. Wir können nicht, weil es viele auch gerne sagen, so, oh, ich muss nur glauben, also kann ich weiß nicht, fliegen. Macht jetzt keinen Sinn, aber das ist nicht hier gemeint. Sondern wenn wir Bibelstunde, wenn wir wirklich Bible Study machen und tief ins Wort gehen, dann werden wir diesen Vers auf eine Art und Weise mehrmals hören und wir werden verstehen, was es hier überhaupt bedeutet mit, es ist alles möglich für den, der glaubt. Und ich gehe da jetzt nicht drauf ein, aber es geht einfach nur, also ich gehe nicht tiefer drauf ein, aber es geht einfach nur darum, ja klar, alles ist möglich im Gottes Wille, wenn es Gottes Wille ist, wenn wir einen starken Glauben haben. Aber worauf möchte ich hier tiefer drauf eingehen? Und zwar auf den Mann, was er danach sagt. Er sagt, ich glaube. Ne? Ich glaube, dass du kannst. Das ist keine Frage. Aber vielleicht habe ich nicht genug Glauben. Deshalb hilf mir, und das können wir auch machen, falls wir manchmal zweifeln, falls wir manche Sachen einfach nicht, einfach nicht glauben, so dann können wir Gott fragen, hey, ich glaube zwar, dass du kannst, aber ein bisschen Zweifel habe ich doch. Schenke mir doch und hilfe mir doch mit meinem Unglauben. Das ist das Schöne. Wir müssen nicht mal aus uns selbst heraus glauben. Also wir können uns nicht anstrengen und jetzt glauben wir fester, sondern Gott schenkt Glauben. Und wir können einfach nur dafür beten und bitten, dass Gott uns diesen Glauben schenkt. Weil wenn wir offen sind und wenn wir wirklich glauben wollen, dann wird Gott uns diesen Glauben schenken. Und dann geht es noch weiter und sagt Jesus, hey, manche bösen Geister, so, die sind nicht so leicht auszutreiben. Die könnt ihr nicht einfach hingehen und sagen, Geist, weiche. Sondern manche brauchen auch eine längere Zeit. Und manche brauchen auch ein bisschen mehr Ausdauer und Gebet. In anderen Stellen heißt es auch Gebet und Fasten. Was ich auch unterschreiben würde. Also manche Situationen, bösen Geister, manche in unserem Leben aber auch, manche bösen, schlechten Situationen können nur überwunden werden, wenn wir über eine längere Zeit auch im Gebet verbringen. Oder halt auch Fasten, was für mich auch eine sehr, sehr intensive Art von Gebet ist, und auch sehr empfehlenswert ist. Und ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, falls ihr euch das anschauen wollt. Da habe ich 7 Tage gefastet und nochmal gefastet und dann auch in einem Video, was ist überhaupt Fasten. Genau, schaut es euch gerne an. Aber ich würde erstmal weiterlesen. Weiter mit Vers 30. Und da heißt es, sie verließen diese Gegend und zogen durch Galiläa. Jesus wollte nicht, dass die Leute davon erfuhren, um mehr Zeit mit seinen Jüngern verbringen und sie unterweisen zu können. Er sagte zu ihnen, der Menschensohn wird verraten werden, man wird ihn töten, aber 3 Tage später wird er von den Toten auferstehen. Doch sie verstanden ihn nicht und wagten ihn nicht zu fragen, was er damit meinte. Jesus hat immer über die letzten 9 Kapitel immer mal wieder ein bisschen Hinweise gegeben, über was sein Plan ist, was er hier macht und wieso er was macht und was passieren wird. Und er hat auch immer wieder gesagt, hey, du, das, was ich heute gemacht habe, erzähl es nicht weiter. Und du,
erzähl nicht weiter, was ich gemacht habe. Und die Jünger auch so, hey, ne, sag, erzählt es nicht weiter, was ich hier gemacht habe, also noch nicht. Und hier sehen wir auch nochmal einen Grund dafür, wieso nicht. Denn er wollte noch mehr Zeit haben mit den Jüngern. Er hat gesehen, die Jünger, die brauchen noch ein bisschen mehr Zeit, die brauchen noch mehr ein bisschen Unterweisung, Erziehung, die brauchen noch ein bisschen was, bevor ich sie alleine lassen kann. Als wir das lesen, lesen wir auch noch weiter, was Jesus dann erzählt hat. Er sagt, der Menschensohn wird verraten werden. Das wissen wir, wenn wir Basic Bibel kennen. Aber er spoilert das jetzt schon, er erzählt es den Jüngern. So, hey, der Menschensohn wird verraten werden. Und die so, ja, okay, warte mal, was ist Menschensohn? Falls ihr nicht wisst, ich habe das alles in den anderen Kapiteln gemacht. Das müsst ihr euch selber nochmal durchschauen. Menschensohn? Hä, was bedeutet Menschensohn schon wieder? Hä, wie, er wird verraten und dann töten und dann wird er auferstehen? Wir verstehen nicht, wir checken gar nichts. Obwohl Jesus von Tag 1, ich weiß nicht von Tag 1, aber von Anfang an bis Ende davon geredet haben, guck mal, hier ist eine Prophezeiung. Guck mal, ihr kennt diese Prophezeiung so, ihr kennt euch da eigentlich aus, so. Und diese Dinge, die passieren hier heute, also, hier, versteht ihr? Und die Jünger nur, nö. Aber, wie ich ja früher immer gemacht habe, ich habe immer auf die Jünger gezeigt und sage, hey, das ist doch voll simpel. Aber klar, es ist simpel für uns, wenn wir die Story schon wissen. Wenn du aber jetzt gerade in dem Punkt bist, wo du das Ende noch nicht siehst, so, dann kann es manchmal ein bisschen schwerer sein. Und das ist ja auch so in unserem Leben. So, wir wissen, was Gott uns alles versprochen hat. Wir wissen, uns wird es niemals zu schlecht gehen, dass wir Gott nicht mehr anbeten könnten, was ja das Schlimmste wäre. Aber wir brauchen trotzdem so viel Erklärung, so viel Wunder, so viel, um das zu realisieren, was Gott uns da verspricht und was Gott zu uns sagt. Und ja, und manchmal gibt es diese Phasen, wo wir einfach sagen, nee, verstehe ich nicht, Gott, warum lässt du mich alleine oder wie auch immer. Obwohl Gott uns alles gezeigt hat, Wunder tut und alles für uns getan hat und uns das auch gezeigt hat, und zwar in Form der Bibel. Wir wissen, was alles noch passieren wird. Aber ja, und das, was Jesus hier alles erzählt und ihn lehrt und sowas, das ist das, was die Schriftgelehrten eigentlich wissen müssen. Die wissen diese Prophezeiungen, sie kennen die viel, viel, viel besser als wir Christen, weil wir Christen, wir kennen nur Sachen, die vor unseren Augen auf unserem Phone oder in unserer Bibel stehen, die wir lesen können, aber Wir erinnern uns nicht dran, aber die Juden damals, die haben alles auswendig gelernt und die konnten alles zitieren und sie konnten so viel, viel mehr als viele von uns. Also ich persönlich, ich kann 2 Bibelverse auswendig und genau, die Jünger, die wissen eigentlich alles. Eigentlich wussten sie so viel Sachen auswendig und sie waren so diszipliniert in dem. Aber wir lernen einfach, aber was lernen wir daraus? So, du kannst die ganze Bibel auswendig lernen, vorwärts und rückwärts. Wenn du sie nicht verstehst, dann macht es gar keinen Sinn. Kleine Lehre noch am Rande. Aber das war's für heute. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen oder Kritikpunkte, irgendwas, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich danke für jeden Einzelnen, der immer schreibt. Und ja, das war's für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Core hier, ihr da. Alles klar. Ich habe am Ende immer 2 Sachen, wo ihr draufklicken könnt. Einmal eine Playlist und einmal ein Video, was ich sehr empfehlen kann.